Moin und willkommen zu Sondersüchtig. Dieses Video wird das letzte Video in 2017 sein, was ihr von mir sehen werdet, denn wer glaubt es, morgen ist schon 2018. Ich möchte dieses Video zum einen nutzen, mich einmal bei euch da draußen zu bedanken, bei allen 3700 Abonnenten, denn ihr da draußen habt das Jahr eigentlich für mich ganz, ganz besonders und unvergesslich gemacht, denn ja, ihr seid Sondersüchtig und ihr seid ein großer Teil davon und habt ja mitgestaltet, wart bei mir zu Besuch, wart auf den Rallyes mit mir und ja, ohne euch wäre es ziemlich langweilig, dann würde ich nämlich nur in dieses blöde Linsending hier labern und keiner wird sich's anschauen. Also ganz, ganz lieben Dank an euch und ich würde sagen, nicht lange schnackeln, wir legen los. Den größten Teil 2017 macht für mich eigentlich das Team Sondersüchtig aus. Das ist für mich eine ganz besondere Geschichte und ich glaube auch eigentlich mit einmalig bei uns hier in Deutschland. Denn es ist etwas entstanden, ist noch nicht mal geplant gewesen, aber es ist etwas entstanden, was eigentlich viele Hürden nimmt. Denn normalerweise, wie im Autobereich auch, differenzieren die Leute immer gleich. Du läufst im Freibad, du bist kein Sondler. Du gehst am Strand, bist kein Sondler. Du gehst nur im Acker, ich gehe nur Militarier suchen. Du läufst in Gerrit, du läufst in Deus, du läufst in Meilab. Das sind alles Gruppierungen, die nicht sein müssen. Bei uns ist es vollkommen egal, wo ihr kauft, was ihr lauft, wie ihr aussieht, wo ihr buddelt. Hauptsache es passt im Herzen. Ob ihr jetzt einen CTX lauft oder einen Gerrit, so wie ich, ist scheißegal, jeder ist willkommen. Team Sondersüchtig steht für gemeinsam statt einsam. Und das sieht man auch auf den Rallyes zum Beispiel, dass man da immer Leute hat, immer Ansprechpartner, mit denen man sich unterhalten kann, wo man genau weiß, es ist egal, ob ich jetzt mit einem Deus oder mit einem kleinen Acer auftauche. Ich werde nicht blöd angeguckt und das ist eigentlich alles. Das ist Team Sondersüchtig. Dass man was gemeinsam unternimmt. Nicht nur mit mir, sondern auch untereinander. Es sind so schöne Treffen entstanden, wo sich die Leute untereinander getroffen haben und halt einfach nur irgendwas unternommen haben. Einfach nur ein paar Löcher gebuddelt haben. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Teil 2017 entstanden auf der Lorscheider Rallye. Denn da hatten wir uns bei mir in der Facebook-Gruppe ja verabredet. Wir treffen uns dort und ich habe mit Jürgen dann ja, zusammengesessen und gesagt, was können wir machen, damit wir uns auch besser finden in dem ganzen Getummel, weil es sind ja doch einige Leute da gewesen. Und da haben wir beschlossen, weiße T-Shirts zu machen. Und wir haben erst gedacht, so, ob die Leute das überhaupt anziehen wollen. Und puff, sind 20 weiße T-Shirts rumgerannt. Und das Team Sondersüchtig war gegründet, inzwischen mit einer Teamweste. Und ja, einfach einmalig. Jeder ist willkommen, da mitzumachen. Seid Mitglied im Team. Ihr müsst nichts machen. Ihr müsst einfach nur sagen, jo, ich bin sondersüchtig. Ich möchte gern dabei sein. Das war's. Ihr müsst keine Cappy tragen. Ihr müsst keine Weste tragen. Einfach nur Spaß haben. Das ist die Devise. Der sondersüchtige Baum. Einer ist jedenfalls der nie was zu tun. Mama Bill, habe ich alle gewonnen. Los geht's. Jeha. Alter! Gute Fahrt, das stieg. Hey, ich mach das für Stefan. Ich mach das für YouTube. Ich mach das fürs Hobby. Vielleicht ist das ein kleiner Beitrag dazu, dass es einfach ein bisschen medienwirksamer wert und vielleicht irgendwann noch jeder erkennt, dass es ein geiles Hobby ist. Juhu! Juhu! Wir sammeln Buddelkarma, um die Goldmünzen zu finden. No, 90% seines Lebens sammelt der Versucher vergebens. Stimmt sogar. Ja, hast du gesagt. Ist das der Vorgänger von Stefan, seinem Spaten? Ja, das ist 2 mm Modell, genau. Aha, okay. Das ist aber nicht schlecht. Also ich finde das echt cool, dass man nicht nur Sachen kaufen kann, sondern dass sich auch mal ein bisschen interessiert und einfach Sachen selber entwickelt. Ne?
Wenn wir schon mal bei den Rallyes sind, reden wir auch über die Rallyes. Denn, wie gesagt, in Osburg hat es angefangen, also auf der deutschen Schatzsuchermeisterschaft. Beim Uli hat es angefangen, da waren wir zu Besuch. Wir waren auf der Kölner Schatzsucher-Rallye im Regen. Und das war schon wirklich, da hast du wirklich gesehen, die Weicheier und die Nicht-Weicheier. Und es waren eigentlich alle auf dem Feld. Nur ganz wenige sind abgehauen in der Matsche. Jetzt gucken wir mal, wer sich da gerade verstecken möchte. Dann waren wir auf der Rallye beim DTI. Und wie schaut's aus mit dem Papa? Ha? Hat er schon was gefunden? Zwei Silbermünzen. Wow. Und eine andere Münze. Toll. Ja, das ist super. Schön, wenn die ganze Familie auch mit dabei ist. Müsste man eigentlich viel öfter sagen, dass auch die Kinder mitkommen sollen, die Frauen, alle sollen dabei sein. Es gibt nichts Schöneres als einen Tag zu sondern in der Familie. Thank you.
Ja, also die drei Rallyes sind gelaufen. Jetzt sind wir bei der Holland-Rallye bei der Karin Keuster. Und für mich war einfach der besondere Moment, A, dass natürlich wieder viele Sondersüchtige da waren. B, haben wir das Garrett Searcher-Team aus den Niederlanden getroffen mit dem Frank Flügel. Und super Trupp und ist eigentlich genau das gleiche wie Team Sondersüchtig in Deutschland, halt für Holland. Zwar nur mit Garrett-Geräten, aber eine super Truppe. Man hat sich abends dann noch erst im Hotel getroffen, dann waren wir eintrinken. Wirklich super. Und für mich gab es noch zwei weitere Momente. Und zwar war das zum einen, dass ich mir mit dem German Treasure Hunter den Autogrammkartentisch teilen durfte. Ist natürlich auch eine Ehre, wenn man als kleiner, in Anführungszeichen, YouTuber mit 3700 Abonnenten dann neben diesem, ja, doch vorzeiglichen YouTuber steht mit seinen 15.000 oder 16.000. Ist eine coole Geschichte und dass die Karin Keustra mich dann extra nochmal oder und die anderen YouTuber, die da waren, halt auch mit einem Trailer angekündigt hatte, das war komplett neu für mich. Auch Autogrammkarten waren komplett neu für mich und sind gut angekommen. Wurden teilweise dann auch per Post bei mir nachbestellt und wer bei Jürgen bestellt, bekommt eh die Autogrammkarten und Aufkleber. Und das war für mich ganz besonders. Und natürlich der allererste Fund, dass ich im ersten Fundloch gleich einen vergoldeten Knopf hatte. War natürlich richtig geil. Molle bekommen in Holland. Alle Zombie-Technische. Ja, hey, nochmal. Nein, der muss nicht in die Maske. Sehr schön. Ja. Cool. Gold. So, alle, hopp! Das ist zu breit. Wie schaut's aus? Zeig her. Power to the Adimax. Yeah. Okay. Heb je nog gezocht? Nee. Nee, nee, daarna niet meer. Nee, nee, nee. Ja? Moet je kort maken? Ja. Moet je kort pakken. Ja. Amaro. Amaro. Okay.
später mal sauber machen. Ja. Noch eine? Ja. Das kann doch nicht sein. Ja. Zwei an einer Stelle? Ohne Scheiß, siehst du doch. Ja, cool. Das kann doch nicht sein. Ja, sicher kann das sein. Ja, das ist Holland. Guck mal, Jungs, so muss das sein. Rein in den Schmutz und das auch als Diva, ne? Oh, alte Sau! Und guck mal, er hat endlich mal einen vernünftigen Spaten. Du Spinner, Alter. Ja, ansonsten, mir haben alle Rallyes gefallen und nächstes Jahr starten wir auch wieder richtig durch. Geht gleich im Mai los. Deutsche Schatzsuchermeisterschaft beim Uli mit zwei Überraschungen, was ich aber natürlich noch nicht sagen werde. Was ist also 2017 noch alles bei Sonnensüchtig los gewesen? Der nächste besondere Punkt für mich war dann natürlich im März der Spiegel-TV-Auftritt. Das war mein allererster Fernsehauftritt. Und dort ging es ja um meinen Dolch, den ich gefunden hatte. Mittlerweile solltet ihr alle die Geschichte kennen. Der Dolch war ja in der Zeitung, war bei Relikte zum Beispiel drin. Im Radio wurde es sogar durchgesagt. Also das war für mich auch so, wo ich dachte so, pff, cool. Gerade in meinem Fundgebiet, wo ja wirklich nichts ist oder kaum was, kam das Hammerding. Und das ist das, was ich auch immer sage. Man weiß nie, was kommt. Man kann ein ganzes Jahr lang nur Scheiße finden und im nächsten Moment irgendwas Cooles. Ich habe jetzt noch einen Teil hier liegen, ich bin noch nicht ganz sicher, was es ist. Der Archi sagt, es wird eventuell eine karolingische Fibel oder ein Beschlag sein, aber ich freue mich noch nicht zu früh, wir warten erstmal ab. Dass Archäologen durchaus auch gut mit Sondensuchern zusammenarbeiten, zeigt das Beispiel von Stefan Wildhagen. Der Niedersachse ist seit einigen Jahren im Gelände unterwegs, ausgestattet mit einer offiziellen Sucherlaubnis und zudem wohl auch mit einer gehörigen Portion Glück. Man muss sich das halt vorstellen, man läuft jahrelang über so einen Acker und man weiß letztendlich nicht, was da drin schlummert. Und ja, so einen Fund auf so einem normalen Feld zu machen eigentlich, wo es niemand vermutet hätte, ist natürlich eigentlich ja der Wahnsinn. Auch Stefan Wildhagen betreibt einen YouTube-Kanal. So lief die Kamera bei seinem bislang größten Fundmoment mit. Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ich bin, auch wenn ich es nicht mehr wollte, nochmal auf meinem Maisacker. Wenn man mal da guckt, es ist zumindest was Grünes. Was ist denn das Scheiße? Ich melde mich gleich nochmal. Ich freue mich lieber erstmal noch nicht. Kann natürlich sein, dass es gar nichts ist. Ja. Doch der 35-Jährige konnte sich freuen. Und wie? Denn auf dem Acker, dessen genaue Lage er lieber für sich behält, hatte Wildhagen tatsächlich etwas Außergewöhnliches aus der Erde gekratzt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, nachdem ich dann erstmal dreimal tief geschluckt habe, ist ein Foto von dem ganzen Teil gemacht und habe das einem Kollegen nach Köln geschickt und gehofft, dass er relativ schnell antwortet. Und zwei Sekunden später kam eine Nachricht, ja, herzlichen Glückwunsch, das Ding ist mindestens 2000 Jahre alt. Alleine dieses Gefühl, so ein Stück aus der Erde zu holen und zu wissen, dass man nach all diesen Jahren, nach den Jahrtausenden, der allererste ist, der das Ding erstens ans Licht bringt und zweitens in der Hand hält, das kann man nicht beschreiben. Für Stefan Wildhagen war von Anfang an klar, dass er den Fund beim zuständigen Kommunalarchäologen abgeben wird. Der Experte hatte ihm gleich bestätigt, dass das Stück ein echter Knaller ist. Ein Dolch aus der Bronzezeit. Wenn wir uns jetzt hier vorstellen, dass halt hier die Nietlöcher sind mit den Nieten, dann kann man sich hier etwa den Griff vorstellen. Mhm. Der muss halt dann auch so 10 cm lang gewesen sein. Und die Spitze würde ich mal schätzen, man kann jetzt ein bisschen schlecht erkennen, weil es an der Klinge einfach weggebröselt ist, wird wohl bis hierhin gereicht haben. Also man wird schon insgesamt so 25, 30 cm an Gesamtlänge rechnen können. Der Fund ist extrem selten für die Region. Jens Berthold schätzt das Alter des Stücks auf 3.500 Jahre. Hier für den Raum ist die Bronzezeit fast unbekannt. Und da trägt jeder Fund, jede neue Fundstelle einfach einiges zu bei.
Und der Wildhagen, bekommt er jetzt irgendwas dafür, dass er das jetzt abgibt? Herr Wildhagen bekommt erstmal eine Würdigung und also soweit ich ihn verstanden hatte, ist er auch ganz zufrieden damit, wenn halt so ein Stück auch gezeigt wird. Ich meine, da wird in der Vitrine auch dann stehen, was es ist und dann natürlich Finder der Name. Mich interessiert die Geschichte, die dahinter steht, nicht was ich auf dem Schwarzmarkt oder bei eBay für das Ding kriegen würde. Mir reicht das vollkommen, wenn ich weiß, der kann gesehen werden und vergammelt nicht irgendwo. Seit kurzem liegt der Dolch im Museum. Dann hatten wir das Goldwaschcamp mit dem Flo, mit Sonnel dem Waldfee. Das war natürlich auch richtig, richtig cool. Vor allen Dingen war das ja eine Belohnung für euch da draußen. Da sind nur Leute gewesen, die uns aufgefallen sind. Also uns YouTubern fallen natürlich auch Zuschauer auf, die immer fleißig kommentieren. Und die haben wir nominiert. Und die durften dann mit uns zusammen in das Goldwaschcamp nach Wietze fahren und mit Sonnel dem Waldfee und mir Gold waschen. Und es war wirklich, wirklich sehr, sehr lustig und hat mega Spaß gemacht. Moin und willkommen zu Sonnel die Waldfee. Nein, sonnensüchtig. Ja, wie ihr seht, ist jetzt heute das, bleibst du wohl hier, wo willst du denn hin, Kamera? Ist heute das Goldwaschen angesagt und wir haben uns mit dem Flo hier zum Goldwaschen getroffen. Wir haben ja jetzt einen, der uns das zeigen kann. Und so ein paar Leute sind schon hier. Mal gucken, dass wir hier alle draufkriegen, falsche Richtung. Da ist das Camp Kikiwaka. Und ein paar von den Jungs hier kennt ihr ja schon. So, guck mal, wen haben wir da? Ja, da die ganze Bande hier wieder. Hier sind meine kleinen Hilfarbeiter. Die schaffen gerade den Sand für meinen Gold ran. Besonders dieser kleine Aufmüpfige da. Weil Flo guckt Fernsehen in der Schüssel. Da sehe ich immer dein Gesicht, weißt du doch. Ach ja, stimmt. Wir brauchen eine Pause. Unter den Zuschauern hier haben wir noch ein schönes Exemplar eines Hendrix. Ich stehe immer noch frei zur Verfügung. Ja, er steht noch frei zur Verfügung, hat heute Gold gefunden, das heißt also Reichtum vorhanden. Ja, ich setze mich jetzt ein kleines Bärtchen hat er auch, untenrum ist er kahl und ruft an für ihn. Ihr seid so gut zu mir. Und bitte nur über 18. Ja, bitte. Weil Schlüpper werfen ist hier nicht. Nee, das meine ich nicht. Gucken wir mal nach. Guck mal, da ist der Flo und da ist ja der Rest der Bande hier. So, guck, jetzt habt ihr alle gesehen. Ich sag auch nicht. Tatsache. Nochmal! Jetzt ist es wie spät? 1 Uhr oder so und jetzt fängt es voll an zu pissen. Es ist 5 Minuten nach 1. Ja, jetzt sind wir zwangweise in die Zelte geflüchtet, haben uns hier bequem gemacht. Da haben wir eigentlich nicht viel gefilmt. Nee. Nur gelabert. Nur gelabert. Liebe Damen und Herren, hier sehen Sie die Vorbereitung für den Bohrradlauf. Schneuzer ist, na dann geht's los. Laufen! Na, du musst schon ein bisschen schneller. Dahinter, der Bohrrad. Bestrafung muss sein. Ja, komm, jetzt gibt's da einen noch Pfeif hier. Komm her hier. Super! Als nächster Punkt auf der Liste waren natürlich die Tätowierungen, die der Mario, der Hendrik, ich und meine Frau haben, von dem sonnensüchtig Logo mit dem Spulen und dem Lorbeerkranz und dem Spaten. Und das trage ich auf der Wade für immer und war für uns alle ein wirklich bewegender Moment, weil das verbindet uns halt. Egal wie lange wir uns nicht hören oder nicht sehen, egal wie weit wir auseinander wohnen, wir brauchen nur aufs Bein zu gucken und wissen genau, da rennen noch drei andere mit rum. Also das war auch ein richtiges Highlight dieses Jahr. Ein richtiges Highlight. Ja, Kinders, ich liege hier irgendwie gerade so halb beim Notarzt. Im Hintergrund hört ihr dann die Beinschere. Und was macht der da hinter mir? Ey, du bist ein Arsch, ich kann hier nichts machen. Nein, wir sind hier gerade bei dem Tätowierer. Und die beiden Vögel hier, die haben wieder nur Blödsinn. Und das ist unser Tätowierer für heute. Den stelle ich euch nachher noch mal ein bisschen vor. Kann nicht sprechen. Genau, er muss sich konzentrieren.
Wie ihr seht, bin ich ganz weinerlich. Hallo! Du bist ja auch noch dran. Ich komme. Warte. Kein Beweismaterial ohne Geld. Komm. Lass mal neu auszubilden, er ist 12 Jahre. Das ist die Steffi. 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 Jetzt geht's los! Sie steht auf Pink, deswegen hat sie ja Pink und. Egal, jetzt geht's los! Jetzt ach so, geht's mit los! Mit Stopp, ja! Henrik, es tut mir leid, ich mach auch noch einen. Ja, mach schön vorsichtig. Ja, okay. Hör auf zu heulen! Und ist das? Ist ein bisschen. Du hast ein bisschen mehr Kontrolle drüber, glaube ich. Ja, hab ich auch. Du musst mehr drauf drücken. Noch tiefer rein? Ja. Ja, hast du mal. Die nimmst du? Ja, kannst du holen. Ich hab neuen Ausdruck. Ja, ich bin immer erst. Ich hab neuen Ausdruck. Aber guck, ist doch schon drin hier. Also, wenn das ja nicht gut aussieht, bist du nicht schuld, ne? Hat ja Sinn. Ich hab gesagt, ich mach alles voll. Hier ist Beweis, guck mal. Nee, alles auf. Ja, aber guck hier. Ist rausgegangen. Ja, was? Aber geht gut, gell? Hallo! Ich bin ein netter Freund bin und den Henrik versorgt habe, habe ich, wie ihr sehen könnt, das Klebeband einmal schön drum herum gemacht, um seine haarigen Wurzeln reinigen. Und jetzt. Warte, wir sind noch nicht fertig. Wir machen jetzt hier. Guck mal, wir können auch so dran ziehen. Bleib doch stehen! Guck mal, was ist denn los? Es riecht. Ja, warte. Und? So. Arsch. Oh. 2017 gab es natürlich auch. In Anführungszeichen, Merchandise, es gab meine eigenen Cappies, es gab Autogrammkarten, mein eigener Spaten, eine Teamweste, eine Flagge, also wir waren fleißig und vor allem liegt das auch an euch. Das ist genauso wie die Facebook-Gruppe. Ihr habt gesagt, Mensch Stefan, mach mal eine Facebook-Gruppe, dann brauchen wir nicht immer über Messenger schreiben. Und puff, sind über 2600 Leute drin, die das Ganze interessiert. Also es ist Wahnsinn eigentlich, was sich da so entwickelt hat, um den kleinen Dicken so... Ja, ich freue mich, dass ihr so interagiert, dass ihr so auch, so wie ich ja, auch so Community-mäßig drauf seid. Also es gibt ja auch viele, die wollen einfach ihre Ruhe haben, die wollen alles alleine machen. Verstehe ich auch, aber ich bin halt eher so der Typ, der was zusammen machen möchte, der sich austauschen möchte. Und wenn ich ein paar Leute zusammenführen kann, die dann untereinander auch Spaß haben, ist so alles im grünen Bereich. Also dann freut mich das natürlich umso mehr. 2017 kam natürlich auch ein Lieblingsfund. Und bis jetzt war es ja eigentlich immer, also der beste Fund war natürlich der Dolch, der Lieblingsfund davor war immer der Wagner, den ich ja immer an der Kette trage. Aber dieses Jahr war mein Lieblingsfund der Nussknacker. Der Nussknacker, dass ich auf einem Acker einen kompletten Nussknacker finde, das war wirklich, wo ich gedacht habe, so richtig geil. Ist Messing, wird nicht unwahrscheinlich alt sein, also es haben einige gesagt, so um 1900, Ende 1800, aber coole Sache. Wann findet man einen Nussknacker auf dem Feld? Und das Feld ist noch nicht fertig. Also vielleicht kommt ja noch mehr. Da muss ich hin. Aber wie gesagt, momentan lohnt sich nicht. Also, bester Fund dieses Jahr, der Nussknacker. Ein 80er, aber so viel Deckel wie hier liegen, wird das wohl ein Aluminiumdeckel sein. Ich lasse mich natürlich auch gerne eines anderen. Oh. Ein alter Nussknacker. Okay, das ist mal geil. Guckt mal,
Das ist geil. Und warum wusste er, dass es ein Nussknacker ist? Guck mal hier. Der ist ja geil. Ja, den muss ich sauber machen. Na, der kommt natürlich nicht in die Schrotttüte. Sehr cool. Boah, und schwer. Sauber. Was für der Schrott. Also, da war gerade der Nussknacker und hier ist nochmal ein 80er. Wir hoffen ja jetzt mal, dass wir die zweite Hälfte finden, weil ich glaube nicht, dass der Flug die kaputt kriegt. Boah, das wäre natürlich Hammer, ey. Aber jetzt wird das wahrscheinlich ein Aludeckel sein. Aber ihr hört, es klingt gut. Wir hoffen. Das sieht ja richtig geil aus, das Ding. Vielleicht finden wir ja noch raus, von wann das ist. Tada! Lag ganz oben drauf. So. Geil, wir haben ihn komplett. Ja, also das ist schon mal ein mordsmäßiger Unterschied. Man sieht hier, ich habe einige Ecken gar nicht getroffen. Glaube ich zumindest. Ich werde das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Und ja, also das ist schon geil. Das ist Messing, denke ich mal. Messing wird es wohl sein. Mal gucken, wie sauber wir das Ganze kriegen. Ja, also so kam es dann raus. Und ich muss sagen, also das ist schon erstaunlich dafür, dass man eigentlich gar nichts machen muss. Ihr seht noch ein bisschen Schmatter in den Rillen. Und ja, also man sieht noch ein bisschen, aber generell ist es schon gut. Und wenn man jetzt noch ein bisschen mit Stahlwolle arbeitet, dann sieht das Ganze so aus. Also das ist wirklich richtig geil. Hier seht ihr mal den Vergleich. Ich zeige es euch jetzt mal ohne. Und zwar habe ich jetzt ganz normal Stahlwolle genommen, ganz feine, und habe noch ein bisschen poliert das Ganze. Und ja, so kriegt man aus einem alten Fund echt wieder ein Sahnestück hin. Also ich mache die andere Hälfte noch fertig. Ja, ihr merkt schon, ich freue mich über diesen Fund. Es ist nichts Besonderes für irgendwen, aber für mich schon. Und deswegen stecke ich da ein bisschen Arbeit rein. Klasse. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. 2017 war auch das Jahr der Reisen, also irgendwie der neuen Sachen. Denn ich war in England mit dem Jürgen, ich war in Italien mit dem Jürgen auf der ersten Garrett Olympiade. Da wurde auch der Max vorgestellt, dann waren wir halt in Holland. Und generell war ich relativ viel unterwegs. In Österreich, wo mir kotzübel war. Das ist, glaube ich, so einer meiner schlimmsten Szenen überhaupt. Aber dieser Anblick da oben hat es eigentlich wieder wettgemacht. Hammergegend. Aber die Autofahrt dahin, da hat selbst das Sahneschnittchen später nicht geholfen. Nee. Hey, hi. Stefan, das erste Mal in den Bergen, das ist ein Hammer, Stefan, das ist ein Hammer. Mir ist kotzübel. Ja, warum denn? Du hast gesagt, ich soll ein bisschen flotter fahren. Ja? Ich habe gesagt, du sollst... Ich fahre aber schon maximal 50% als normal. Ja? Aber ist schön. Nein, es ist schön, ja. Nur es regnet, das ist ein scheiß Wetter. Das macht nichts. Das ist cool. Ja, dann das Lustigste, also der lustigste Moment für mich eigentlich war ja, wie wir dann in Italien angekommen sind. Wir sind ja von Österreich runtergefahren und der Jürgen sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo die Jugendherberge ist, wir müssen sie mal suchen. Und dann fahren wir rum und fahren, dann sagt er, irgendwie weiß ich nicht, wo das ist. Dann hält er vor so einem Hotel an und sagt, ja hier, geh mal da rein und frag mal bitte, wo das ist. Ich gehe da bestimmt nicht rein. So ein 5-Sterne-Hotel, ich im Hulk-T-Shirt wie immer, Jogginghose hatte ich glaube ich auch an, weiß ich gar nicht mehr. Und sagt er, komm, gehen wir zusammen rein. Und dann steht der da an der Rezeption und sagt, ja, schönen guten Tag, Dahlmann, mein Name. Ich wollte mal fragen, ob die Zimmer für Herrn Wildhang und Herr Dahlmann fertig sind. Und ich schwöre euch, der genießt das bis heute. Ich weiß, dass du dir das jetzt anguckst und den wieder ins Fäustchen lachst, weil diesen Gesichtsausdruck, den ich gemacht habe, wird man, glaube ich, so schnell nicht mehr sehen. Denn ich war sprachlos, ich war schockiert und war einfach nur fertig mit der Welt. Also das war richtig, richtig ja, gut gemacht von ihm, hat mich da voll vorgeführt. Und
Ja, also das war so einer der lustigsten Momente überhaupt. Für andere, nicht für mich. Mein Sprung über den Graben war natürlich auch graziös. Ganz kurz müssen wir jetzt mal ernst werden. Ihr wisst, normalerweise bin ich immer lebensfroh und quickfidel, meistens zumindest. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz mit euch über den eigentlich schlechtesten Moment des Jahres reden. Also den Moment, der mir wirklich aufgestoßen ist. Normalerweise bin ich immer sehr dickhäutig, was gerade diese kleinen Reibereien angeht. Mich mag nicht jeder, muss auch nicht jeder mögen. Genauso wenig mag ich andere nicht. Steht jedem frei, das erklärt natürlich auch die Daumen runter und so weiter. Ja, die Kanäle werden da halt schon sehen, dass dieses untereinander anscheißen und schlecht machen nicht funktionieren wird, weil wir alle in einem Teich fischen. Deswegen versuche ich eigentlich auch immer nett und freundlich zu allen zu sein, weil wir alle die gleichen Zuschauer haben. Das heißt, lästere ich über A, B und C, kriegt A, B und C das mit, lästert über... Das ist Schwachsinn einfach. Wir haben alle die gleichen Zuschauer. Diese Sachen tangieren mich eigentlich nicht, oder weil das ist virtuell. Wisst ihr, das ist weit weg. Man kann einfach blockieren, dann ist da Ruhe. Sei es auf Facebook, sei es auf YouTube. Aber eine Sache war dieses Jahr wirklich, die mich persönlich angegriffen hat, auch direkt. Und zwar ist das so gewesen, dass ein deutscher Händler den Namen Sonnelsüchtig beim Patentamt patentieren lassen möchte. So, das Ganze ist halt Streitereien mit meinem Sponsor, also nicht mal mit mir direkt. Und das Ding hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Also das war... Ja, der ist hingegangen, hat seine 300 Euro oder so beim Patentamt bezahlt und will den Namen Sonnelsüchtig sich schützen lassen. Und wie gesagt, das Ganze läuft noch, ist seit dem 27.09. Beantragt worden. Ich hau euch unten einen Link rein, dann könnt ihr selber gucken, wer es ist. Steht ja dabei. Und das Ding hat mich wirklich, ja, aus der Bahn geworfen. Und ich finde, man sollte halt immer eine Art Grundrespekt jedem gegenüber haben, und das habe ich auch immer gehabt, immer gehabt. Und ich habe mit ihm auch drüber gesprochen, bevor er das Ganze gemacht hat, denn er hat ja schließlich dann auch noch Sonnelsüchtig Rabatte angeboten und so weiter in meinem Namen, obwohl ich überhaupt nichts mit ihm zu tun habe. Aber damit wurde definitiv eine Grenze überschritten, und das ging mich persönlich. Das war gegen mich persönlich, war das. Das war nicht irgendwie nur, um meinem Sponsor eine mitzugeben. Ich habe darum gebeten, es zu lassen. Es ging gegen mich persönlich, und das hat mir richtig gestunken. Und es stinkt mir immer noch. Ganz ehrlich, das ist ein Ding, das gehört sich nicht. Egal, ob Futterneid da ist oder nicht. Egal, ob man Krach mit irgendwem hat oder nicht. Ich gehe auch immer zu allen Leuten immer hin und gebe die Hand und sage guten Tag und tschüss. Und weiß ich nicht. Also das war so ein Teil, fand ich schon heftig. So, kommen wir aber zu einer der mir persönlich wichtigsten Sachen noch. Und zwar möchte ich mich einmal beim Jürgen Dahlmann bedanken, meinem Sponsor und nicht nur Sponsor, sondern wirklich, wirklich guten Freund inzwischen. Denn den Riesenvorteil, den wir beide haben, ist nicht einfach nur, dass wir geschäftlich zusammenarbeiten, sondern dass wir eine freundschaftliche Basis haben und uns das, was wir machen, sehr viel Spaß macht. Viele Leute denken immer, oh, denen geht es nur ums Geld verdienen. Aber wenn sie mal die Augen aufmachen würden, würden sie sehen, dass wir an den meisten Sachen gar nichts verdienen. Wir verdienen am Spaten nicht viel, an der Weste sowieso nicht, da zahlen wir drauf. An den Cappies verdienen wir nichts und an den Aufklebern und Autogrammkarten auch nicht. Uns geht es darum, dass ihr Spaß habt. Wir haben Spaß, wenn es euch bei uns gefällt, wenn ihr zufrieden seid, wenn ihr mit dem Service zufrieden seid, wenn ihr mit den Videos zufrieden seid oder wenn ihr einfach zufrieden seid mit einer Beratung, die ihr bei mir oder beim Jürgen bekommt. Denn viele von euch schreiben mich ja an und fragen, und um mehr nicht. Ich mache weder in der Facebook-Gruppe großen Nuggets Werbung und poste da irgendwie die ganzen Links, und auf der Weste ist auch keine Werbung drauf. Ich möchte mich, wie gesagt, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Jürgen. Und ich weiß, dass du dieses Video schaust. Du lachst dir wahrscheinlich immer noch ins Fäustchen wegen der Aktion mit den 1800 Metern in deinem Schlitten. Aber es ist wirklich so, dass du mir sehr, sehr viel ermöglicht hast dieses Jahr. Und sei es die Reisen oder Equipmentmäßig, du bist ein großer Teil von Sonnelsüchtig. Und ja, motivierst mich auch immer wieder, was Neues auszuprobieren, mich zu entfalten. Und ja, ganz, ganz lieben Dank an dich. Und ja, natürlich ja meine Frau auch, die muss mich ja ertragen und hat mich auch immer vom Haken gelassen. Sonnelt inzwischen ja sogar selber, wie ihr sehen konntet, und hat natürlich beim Meister gelernt und hat auch schon sehr, sehr gut gefunden. Das geht über Münzgewicht und ein Ding aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich hänge euch das Video mal an. Schätzelein, was sagst du? Findest du es nicht ein bisschen unfair? Hendrik, was sagen Sie dazu?
Unfassbar. Guck mal, nicht nur ein Münzgewicht hat meine Frau gefunden, jetzt hat sie auch noch dieses Teil hier. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen, auf jeden Fall mit Hakenkreuz, Detmold. Und das ging, glaube ich, um diesen erschossenen Jungen, ich bin mir nicht mehr sicher. Meine Stärke, Deutschlands Macht, richtig geil. Bitteschön. Gefunden mit dem Orti Pro. Und ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich bedanke mich bei allen euch da draußen. Ihr seid ein Teil Sondelsüchtig. Und denkt immer daran, das Ganze soll Spaß machen. Es gibt keine Gruppierung. Jeder kann gucken, wen er möchte. Jeder kann laufen, was er möchte. Ich laufe halt lieber Garrett, weil ich das gewohnt bin. Wie gesagt, aber ich probiere ja auch andere Geräte aus. Wir alle warten ja auf den Equinox, auf das fertige Produkt. Und ja. Bleibt am Ball, begleitet mich 2018 weiter, würde mich freuen darüber. Und ja, diesmal wünsche ich mir natürlich Daumen hoch von euch, aber hier sind zwei Daumen für euch da draußen. Die habt ihr euch verdient. Vielen Dank, dass ihr meine Zuschauer seid und eigentlich der größte Teil von Sondelsüchtig. Ich bin nur ein kleiner, dicker Sondler, der hier vor der Kamera sitzt und da reinspricht. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen, schaut ab und zu hier rein. Und ich hoffe, dass ich bald wieder rauskomme. Die Felder sind unter Wasser, ich kann nirgendwo hin im Moment. Macht keinen Spaß. Also, danke, dass ihr da seid, dass ihr dabei seid. In diesem Sinne, immer sondersüchtig bleiben und Alltag gut.